Ja, dann nochmal einen Schritt zurück. Was bedeutet Hip-Hop? Hip-Hop ist für mich ein internationales Movement, was vor 44 Jahren entstanden ist, was darauf basiert, dass man ganz wenig braucht, um es zu machen. Man braucht eigentlich nur die Skills, man braucht keine Studios, man kann mit einem DJ seine Sachen machen, man kann an Wänden malen, man kann auf Papier malen, man kann überall Breakdance machen. Und für mich ist es auf jeden Fall auch, ich sehe es auch so ein bisschen als ein basisrevolutionäres Movement. Das gilt nicht für alle Leute, die da, die dem am Hip-Hop teilnehmen. Aber auch nicht alle Leute, die rappen, sind Hip-Hopper oder sagen, sie sind Hip-Hopper. Natürlich benutzen sie das alle, aber ich glaube, es gibt auch ganz klare Äußerungen von Künstlern, wo sie sagen, ja, mit Hip-Hop habe ich nichts zu tun, ich bin nur ein Rapper. So, und ich fand es immer interessant, dass es halt eine, also ich habe meinen ganz englischen Wortschatz über Rap-Platten hören und meine ersten ernstzunehmenden Rap-Platten waren dann nach Wildstyle, würde ich sagen, Daddy B, Scully D, BDP, alles mit ihm am Ende so. Und das hat auf jeden Fall bewirkt, dass ich gemerkt habe, ah, da gibt es so, du kannst ein Gangster sein, wie Scully D, aber auch revolutionär, so, oder Ice-T hat das auch gezeigt, dass ich fand oder finde es auch immer noch gut, dass es, das ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Also wenn man so sieht, wenn man sich Rap-Videos anguckt, siehst du ja nur einen Spiegel der Gesellschaft. Du suchst jetzt in den Videos, wie sie noch und nöcher Kotein oder sich Teledin ballern. Es ist aber auch auf der Straße so. Also muss man die Augen nur aufmachen. Also so, wenn man das nicht sehen will, dann sieht man das natürlich nicht. Aber es ist. Oder in den Haushalten, dass die Leute sich pharmazeutisch mit pflegen, weil sie sonst nicht klarkommen. Also ich dachte zuerst, du sprichst darauf an, dass man als Rapper, dass es verschiedene Figuren gibt, die quasi auch verschiedene Styles abdecken, verschiedene inhaltliche Ausrichtungen. Also dass es den Clown geben kann, der die Party macht, der auf der Straße unterwegs ist, den Intelligenten. Aber du meintest gesagt. Nee, aber du meintest ja jetzt speziell, also speziell Leute, die als Gangster dann auch revolutionär waren agieren. Oder einen kritischen Ansatz hatten. Ich weiß ja gar nicht, ob Scully die wirklich ein Gangster war. Ich weiß nur, wie er auf seinen Platten rüberkommt. Ich habe ihn nie getroffen. Ich weiß auch nicht, ob der jemals in Deutschland war. Ich finde schon, so der nächste Schritt war dann ja wesentlich weiter. Der nächste Schritt, der rauskam, war Public Eminem. Genau, ja. Und das war einfach eine ganz krasse Ansage. Und es war auch eine krasse Ansage pro Black. So, was man auch erst mal verstehen musste, so, oder ich musste es für mich verstehen. So die ersten drei Public Enemy-Alben, finde ich. Die haben mich nicht befremdet, die haben mich sehr, sehr geprägt. Aber weil du sogar meintest, sagen, du musstest es erst verstehen. Ich musste verstehen, weil ich musste ja parallel dazu dann auch deren Geschichte studieren. Oder die Geschichte studieren schwarzen Bevölkerung oder der Ghetto-Bevölkerung in Amerika. Ich wusste nicht, wer Michael Franklin war oder Rosa Parks, bevor ich von denen in Texten gehört habe. So. Wer war der erste Michael Franklin? Ja, das war der Typ von hier Nation of Islam. Franklin heißt er, glaube ich. Am Ende IN. Okay. So, und das musste ich alles irgendwie dann mal lesen
Ich hatte auch einen Kumpel, der sehr gute Bücher hatte, die in die Zeit gepasst haben. Ich habe mich auch viel mit der Geschichte von Reggae in Jamaika und in England beschäftigt zu der Zeit und hatte auch auf jeden Fall bis Anfang der 90er noch starke Ragamuffin-Einflüsse. Und fand es gut, dass sich einfach im Hip-Hop alle Kulturen gemischt haben. Also so ist völlig bewusst, was du jetzt, was für eine Nationalität du hast. Hauptsache du hast Skills. So. Und die meisten Sachen, die mich am Anfang beeinflusst haben, hatten auch immer so einen politischen Touch mit, also so bis ich dann irgendwann Clown-Rap gehört habe. Also bis Marky habe ich nicht Ende der 80er gehört, fand ich schon los. War dir zu unernst oder es was? War so? War mir nicht ernst genug. So, es war erst, als ich Anfang der 90er in Hamburg angefangen habe aufzulegen und dann so, ja, brauchst du auch mal einen Track von Bismarcky, und dann habe ich mir mal eine Platte gekauft und dann habe ich gemerkt, ey, der ist ja doch voll cool und sehr witzig, und ich war eher so noch eine ganze Zeit auch mit diesen Britcore-Sachen kopfmäßig beschäftigt, weil ich halt auch fand, dass es dass Europa dem was gegensetzen musste. Was den USA an Aggressivität und so. An Aggressivität, genau. Also okay, wenn du darüber sprichst, dass es quasi beim Hip-Hop fast egal ist, was für einen kulturellen oder ethnischen Background man hätte, ist ja trotzdem was anderes, wenn man jetzt als Weißer rappt, als Schwarzer. Und das, so hatte ich dich verstanden, das war auch was du erst lernen musstest durch die Public Enemy-Alben, was Rap und Hip-Hop schon auch mit schwarzer Diaspora oder schwarzer Unterdrückungsgeschichte oder daraus entstanden zu tun haben mit Ghetto-Alltag und so. Ja, es hat ja auch lange gedauert, bis es überhaupt auch mal einen weißen Rapper oder nicht nur einen weißen, aber auch einen Hispanic-Rapper gab, der ernst zu nehmen war. Also die Beastie Boys waren natürlich so da ab 86 oder 87. Ja, Cypress Hill auch schon recht früh, glaube ich. Die waren so, das war so Ende der 90er, Ende der 80er, glaube ich sogar 91 ist die erste Platte. Ja, lass noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. Was ich im Kopf hatte, weil du gesagt hast, okay, zu Hip-Hop gehört zu dich, dass es leicht ist, da einzusteigen oder dass man nicht viel braucht. Was unterscheidet dann Hip-Hop von Punk? Oder Rap von Punk, wenn wir die musikalische Ebene... Naja, also um Punk zu machen, brauchst du einen Proberaum. Und, okay, als Rapper brauchst du auch einen DJ, wie du gesagt hast. Ja, aber heutzutage brauchst du nur noch YouTube. Ich kenne einen jungen Mann, der macht Cloud-Rap. Und der hat keinen DJ. Der kennt auch, glaube ich, niemanden, der ihm Beats baut. Der lädt sich seine Beats als so Freebeats auf YouTube. So, weil das ist halt so seine Generation. So, der ist, keine Ahnung, 22, 23. Da ist die zum DJ, das ist schon so weit, das ist schon wieder so viele Jahre her, dass wirkliche DJs DJ-Sachen gemacht haben. Also heutzutage machen ja DJs auch oft nur so Alibi-mäßige Sachen. Ich finde ja, dass DJing durch das Digital-DJing eigentlich aufs nächste Level gekommen ist. Hätte kommen können, meinst du? Ja, ist eigentlich, aber nur bei 30%. Also, weil viele Leute legen da jetzt mit auf und haben trotzdem noch keine Ahnung, was sie da machen. Weil wenn man den digital auflegt, dann muss man sich auch Gedanken drüber machen, ob das jetzt ein scheiß MP3 ist oder ein Wave-File ist oder irgendwas. Weil du hast ja auch eine Verpflichtung als DJ deinen Zuhörern gegenüber. Also so, das ist mir immer wichtig gewesen, dass die Qualität auch stimmt, dass ich die Leute nicht
dass sie nicht mit blutenden Ohren nach Hause gehen. So. Aber davor gab es ja quasi auch Bootlegs, White-Label-Pressungen, ja, aber die Nachpressungen waren ja, oder jemand hatte eine schlechte Nadel am DJ-System, dann war der Klang scheiße. Ja. Ich verstehe ungefähr, was du meinst, aber ich würde sagen, dass sich durch die neuen technischen Möglichkeiten das, was früher DJing bedeutet hat, auch aufgespalten hat, weil du hast ja bei DJing den einen Aspekt, das ist das Technische, ja, oder auch das, die Mixing-Skills, aber das andere ist ja das, den Verwalter spielen oder die Verwalterin von kulturellen Erzeugnissen, also diese Funktion, etwas zu dokumentieren, Dinge zu sammeln, Dinge in eine sinnvolle Ordnung zu bringen, also wie ein Kurator bei einer Ausstellung, weißt du? Mhm. So den Leuten so zu präsentieren, dass die richtigen Sachen aufeinander Bezug nehmen sozusagen, du brauchst den großen Überblick und das ist ja was, was heutzutage auch viele Leute mit ihrem eigenen YouTube-Kanal machen, wenn sie irgendwie einzelne Schnipsel und einzelne Aussagen von Rappern aus Interviews rausschneiden, irgendwie zu einem Brei zusammenmischen, Querverweise darstellen, dann ist das ja eigentlich ein bisschen das, was früher DJs auch gemacht haben im Hip-Hop-Kontext, wenn sie Platten aufgelegt haben und dann kam mal ein Vocal-Cut von der und der Platte, von dem und dem, weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was, so. Was du meinst. Ja, es ist im Prinzip ist es ja so gewesen, dass man noch vor 10, 12 Jahren alles auf Vinyl brauchte, was du auch scratchen willst. So. Heute gehst du eine halbe Stunde ins Internetcafé auf YouTube und suchst dir das raus, was du haben willst. Und trotzdem scratchen die Leute nicht mehr so viel. Und das ist, glaube ich, der Widerspruch, den Sie könnten eigentlich viel mehr machen. Das finde ich halt auch, dass ich habe... es gibt natürlich hier in der Stadt schon ein paar DJs, die krasse Skills haben, aber auch die machen das relativ gentle, also wenig. DJ Word zum Beispiel. DJ Word macht ja viel Live-Shows, da macht er das schon. Ich meinte nicht die Sido-Sachen, sondern eher das hier im Café Wendel und so. Ja, Turntable Tutorials, wenn er denn damit am Start ist, ist er ja auf jeden Fall auch damit am Start. Und, also gentle meinte ich auch so in der Hinsicht, also ich war jetzt einmal da vor 2, 3 Wochen, dass es auch nicht so aufdringlich macht, wie Leute, die jetzt unbedingt ihre Skills gerade noch zeigen wollen, sondern eher wirklich musikalisch unterstützend im Hintergrund. Ja. Ab einem gewissen Level von eigenen Skills hast du ja auch die Selbstsicherheit, dass du dich auch wieder zurücknehmen kannst und genau, wirklich im Rahmen sozusagen, was du dazu beitragen kannst, was ja dann auch wieder eine Parallele ist zu vielen MCs, die in die Cypher steppen und dann da voll aggressiv rumflexen wollen und so lang freestylen, bis ihnen nichts mehr einfällt, weil sie beweisen wollen, hey, ich kann 4 Minuten am Stück freestylen. Und das reimen sich Sachen. Also weißt du, das ist bloß so eine Parallele gerade zu DJ, was mir einfällt. Das sehe ich auch so. Also ich sehe jetzt so... Dieses, man braucht auch nicht immer diese zeigen, was man jetzt gerade kann oder sich gerade antrainiert hat, sondern muss das in den Kontext stellen. So. Genau, sehe ich genauso. Ich sehe es halt auch so. Es gibt hier, für alle, die es nicht wissen, am ersten Sonntag im Monat macht die Hit You With Ya Crew so ein DJ-Treffen, da wird nur gescratcht in einem Café in Neukölln. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber das kann man bestimmt googeln. Das finde ich total gut, da war ich schon mal. Die haben auch richtig Skills, aber das sind dann natürlich auch wieder Turntable-Nerds. Ja. So diese Mischung, die es früher gab, die vermisse ich so ein bisschen. Da gibt es halt noch Illo und Danetic und Dista, die das machen. DJ Dista eigentlich in Berlin? Nee, DJ Dista lebt ja in L.A., aber er ist ab und zu in Berlin. Der ist ja jetzt auch sehr guter, also er hat sich ja sehr gemausert als Produzent, der Dista. Shoutouts. Er hat sogar für Lee One mal einen Beat. Ja, ich gegeben. Weiß. Fan of the Week Compilation. Hat ein Beat für Lee One auf Hip-Hop-Vinyl. Genau. Link eingeblendet. Link eingeblendet, Hip-Hop-Vinyl. Und hier ist auch meistens reduziert. Ich
Ich meine jetzt die End of the Week Compilation, ja, aber die ist ja auch reduziert. Meine ich ja die jetzt mal. So wie die alten Lee One CDs. Die von Dista glaube ich nicht. Die letzte, was ich von Dista gehört habe, ist das Album mit Fat Cat. Das ist natürlich, finde ich, traumhaft für Fat Cat zu produzieren. Fat Cat ist wirklich einer der Rapper, die ich seit Mitte der 90er feiere. Okay, du hast ein paar Leute beschrieben aus Berlin, was sie machen. Jo. Sag mal, was ist bei all dem, was DJs machen, was ist deine Spezialität? Was mir, was mir am, was liegt dir oder was ist, ich am liebsten mag? Also, was du magst und was du vielleicht. Also ja. Ich mag wirklich, wirklich gern. Ich war ja... Du legst zum Beispiel, das muss ich noch einstreuen, wenn du bei einer Freestyle-Cypher auflegst oder so, ist so gefühlt alle 30 Sekunden ist ein Beatwechsel so. Jo. Das finde ich, also nicht da, ich zähle schon die Takte. Okay, also dann, so, dann 40 Sekunden. Ja, so, genau. Aber schnell, so, ja. Ja, also da kommen wir zu dem einen Punkt. Ich mag sehr gern Cyphers mit guten MCs. Das finde ich, da kann man Hip-Hop fühlen. Also fühle ich mich total wohl, aber es kann auch voll für den Arsch sein, wenn da so ein Idiot bei ist, der 4 Minuten rennt, wie du gerade gesagt hast. So. Es muss wirklich so Schlag auf Schlag, 8 Takte, 16 Takte, so dies, Bezug das. Zueinander müssen genau, und die, da sein. Die, so. Die Leute müssen auch zuhören, was rappt genau, der andere. Und müssen die Augen aufhaben und nicht irgendwie komplett besoffen oder komplett bekifft sein. Aber ist ja bei so Jam-Sessions mit Instrumenten das Gleiche, dass die Leute viel aneinander vorbeidudeln, ja, oder... Das ist auf jeden Fall. Und dann, was ich auch wirklich sehr gemocht habe, ich war ja jahrelang erst Mitveranstalter, dann halt der Veranstalter von End of the Week und somit 5 Jahre Resident im Cassiopeia. Und mein allerliebstes war das Warm-up, bevor es losgeht. Ich hatte auch 2, 3 Typen, die sind nur deswegen gekommen, weil da konnte ich neue Platten spielen. Und das, da habe ich so mein Auftrag als DJ so, hey, ich zeige euch mal was, das läuft bestimmt nachher nicht, sondern das läuft ja, das zeige ich euch jetzt, weil ich finde es halt voll langweilig. Ja, wie ich meinte, diese Aufgabe als DJ, einen Überblick zu haben. Genau. Und schon das, was da draußen ist, quasi auch zu sortieren. Und so machen das halt vielleicht jetzt Leute, wenn sie im Internet irgendwelche Playlists erstellen, so hat natürlich nicht mehr diesen technischen Aspekt von einem Mixtape oder von einem Live-DJing, wo es auch Übergänge gibt, aber also wenn Leute, weiß nicht, von verschiedenen Lieblingskünstlern und Künstlerinnen, die sie haben, die Songs rippen und dann auf YouTube hochladen und in eine Playlist packen. Mhm. Ist ja so abstrakt gesehen auch noch was quasi eine Art von DJing ist, dieses Präsentieren von Musik, die man selbst feiert und von der man denkt, sie ist wichtig. Aber klar, beim DJing irgendwann wächst natürlich der Anspruch, nicht nur das Technische, sondern auch, hey, das ist nicht einfach irgendeine Musik, die ich feiere, sondern die macht auch jetzt in diesem Kontext zueinander gesetzt Sinn. So. Ja, also so das, also wie gesagt, das war ja also Cypher, dieses Warm-up. Ich habe eine Zeit lang für den offenen Kanal Lübeck so Radiosendungen gemacht, wo ich aber einfach das gemacht habe, was ich Bock hatte. Habe ich einfach mir auch keine Playlisten vorher gemacht, sondern habe einfach nach Gefühl mir Songs zusammengepackt oder Platten hochgezogen. Also am Anfang habe ich es mit Vinyl gemacht, später digital und dann einfach so den Vibe gehen lassen. Das ist auch so Musik, was du nicht um 12 oder 1 im Club spielen kannst. Zwischen 12 und 1 im Club finde ich meistens langweilig, weil du bist da an so Hits gebunden und finde ich eigentlich schon Jahre Absturz. Ich hatte mal... Aber das ist ja, da sind wir wieder bei diesen technischen Entwicklungen, die dann sich auch darauf dahingehend niederschlagen, wie die Leute DJing betreiben. Also einerseits können die Leute denken, hey, DJs sind nicht mehr wichtig für uns, weil wir finden ja alle Musik, die wir haben wollen, passgenau im Internet, wenn wir nach dem und dem suchen. Ja, es ist anders als vor 20 Jahren, wo es hieß, hey,
die und die Gruppe hat eine neue Platte rausgebracht. Ich kann mir die im Laden nicht leisten, also gehe ich auch deshalb auf eine Party, weil ich weiß, da laufen auch Songs von denen. Ja, ist richtig. Das hast du quasi heute nicht mehr so stark. Klar, es gibt immer noch Leute, die haben kein Internet oder können sich technisch da nicht reinkrätschen, dass sie dann auf den Downloadportalen Mitgliedschaftsbeiträge zahlen oder so. Aber die Aufgabe, was ein DJ oder eine DJ macht, kann ja dadurch auch an Gewicht gewinnen sozusagen, dass alles leicht verfügbar ist, weil dann geht es wieder wirklich darum, wie man und was man zusammenstellt. Das würde ich auch so sagen. Also so, mir ist wichtig, dass ich halt möglichst das machen kann, was ich so möchte, wenn ich DJ. So, ich mache auch, wie gesagt, gerne Cyphers, gerne diese Warm-Ups. Ich stehe gerne mit Rappern oder mit Sängern, Sängerinnen auf der Bühne. Aber das ist ja wieder was anderes. Das ist wieder so Performance, wo ich dann ein bisschen scratche, ein bisschen mixe. Aber das eigentliche DJen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr zurückgegangen. Du hast schon recht, ich habe irgendwann aufgelegt, ist noch nicht so lange her, da kam so ein Mädel an, ich habe in der Bar aufgelegt, in Mitte, und kam dann an und wollte einen Track hören von Wyclef Jean, so. Aber diesen Track habe ich nicht auf meinem Rechner gehabt. Dann sagst du hier nimm Smartphone, geh in Internet. Nee, und dann meinte sie wirklich, ja, sie hätte es jetzt auf dem Telefon und sie könnte es mir jetzt per Bluetooth schicken. Aber ich hatte halt nur eine freundliche Art versucht zu finden, wie ich ihr klar mache, dass selbst wenn ich dieses Lied hätte, ich dieses Lied jetzt nicht in diesem Kontext auflegen würde, weil... Okay, aber das ist ja der alte Spruch, hey, DJs oder Jukebox. Ja. Küsst an die Cut Cannibals, die den, glaube ich, geprägt haben. Ja, den die Spruch, haben ihn wohl geprägt. Oder sich genommen, oder der Spruch, der ist jetzt auch nicht so einzigartig. Das haben wahrscheinlich viele Leute so gedacht. Andererseits, also ich verstehe, wenn wo DJs... Wo ist mein Cut Cannibals T-Shirt? Ich verstehe die... Ich verstehe DJs, die das sozusagen, denen das auch wichtig ist. Andererseits ist ja schon auch so ein bisschen ein elitärer Aspekt sozusagen. Hey, nee, ich habe jetzt hier den Zugang zu den Boxen, zu der Lautsprecheranlage und diese Position habe ich mir auch verdient. Und da kann nicht irgendjemand herkommen und quasi die Technik hier auch nutzen und dann entscheiden, was für ein Song da gerade läuft, sondern ich habe jetzt diese Position, dass ich das entscheide. Also klar, man will den Respekt, dass man diese Position hat und Funktion und dass da einem auch zugetraut wird, dass man selbst da jetzt was auswählt. Aber andererseits, ja, du sagst einfach, wäre ein anderes Partykonzept, wenn jetzt eine Jukebox eben wirklich in der Kneipe rumsteht und die Leute können da Geld einwerfen und dann halt schauen, welchen Song sie über die Anlage spielen. Genau, dafür gibt es ja solche Läden, wo Jukebox sind. Oder heutzutage auch, wahrscheinlich modernere Systeme über Bluetooth-Handys. Und genau, du kannst ja auch, es gibt ja auch so Partys, wo jeder seine Musik mitbringt, aber ich bin da ja gebucht und da möchte ja jemand meine Musik hören, so wie ich sie zusammenstelle. Und, Musik, die du auflegst. Gehört die ich ja nicht auflege. Nein, aber doch, da war... sie gehört dir in dem Moment natürlich. In dem Moment, ist es die MP3s. Ist materiell meins und es ist auch... in Besitz genommen. Man kann gerne auf Mixcloud die letzten beiden Mixe aus dem Susi Mambo hören. Da sind sehr viele Sachen auch von eigenen Produktionen bei. Das wäre auch noch ein Thema. Du produzierst ja auch und ich hätte dich auch fragen müssen, ob du sicher auch mal irgendwie 16er gespittet oder geschrieben hast. Dazu kommen wir jetzt alles nicht mehr. Dann lass uns beim nächsten Mal weitersprechen. Ja. Noch kurz die letzte Frage, weil du über Cyphers gesprochen hattest und über Leute, die dort rappen. Ist das schon mal passiert, dass du auf Stopp gedrückt hast, die Cypher unterbrochen hast? Ja, schon öfter. Was war da los? Wurde es zu aggressiv alles, oder wurde was Komisches alles gesagt? Oder? Ja, also so, ich bin eigentlich... Tolerant. Nein, ich bin eigentlich, was das hart betrifft, im Nehmen. Hart im Nehmen und nicht so tolerant, was viele Sachen betrifft. Also gibt's, ich habe 95 angefangen mit Cypher machen. Also da war ich noch in Hamburg, da habe ich meine ersten Cypher
gemacht und ab 97 dann so hier. Und ja, ich habe schon alles Mögliche erlebt, aber was ist jetzt in der Feuerwache, kommt es immer mal wieder vor, dass die Leute krass aggressiv sind. Damals, als die... Sind doch bloß 4 Quadratmeter gefühlt. Ja, als noch Session in der Bay 11 war, da ist es auch schon mal vorgekommen, dass da Leute aneinander geraten sind. Im Lauschangriff ist das auch schon passiert. Ich habe jetzt... Aber Leute, die miteinander, gegeneinander rappen dann. Ja. Aber nicht, wenn einer irgendwie was rappt, wo du denkst, hey, da will ich jetzt den Beat nicht mehr dazu beisteuern oder... Das habe ich, ich bin ja Teil des Frequencies-Kollektivs. Mhm. Und als wir noch aktiv Sachen gemacht haben, haben wir auch versucht, Cypher zu machen, was aber sich ziemlich schnell rausgestellt hat, dass man politische Cyphers einfach nicht machen kann in Berlin. Das heißt, es in dem Moment, wo du dann stoppen oder boykottieren wolltest, das Ganze, indem du den Beat ausmachst, weil jemand was Scheiße gesagt, dann könntest du keine Cypher eine Stunde lang laufen lassen, oder was wäre das Problem? Ich kann ja nicht eine Cypher, die... Du kannst auch nicht die ganze Zeit aufpassen als DJ, so, wenn du am Mixen bist, das ist ja das andere. Nein, das ist sicher so, aber wenn einer zuhört, die ganze Zeit ist es ja auch der DJ, weil die anderen reden ja. Du hörst ja mal ein Beat rechts, mal ein Beat links und sonst hörst du ja eigentlich die ganze Zeit zu, was die sagen. Ja. Also ich könnte auch über alle End-of-the-Week-Battles, an denen ich DJ war, könnte ich immer sagen, wie meine Meinung zu dem Battle war, so, weil ich habe zugehört. Im Nachhinein, Chefcat hat schon mal verdient gewonnen, oder? Chefcat hat auf jeden Fall verdient gewonnen im Nachhinein. Okay, aber was war jetzt bei der Frequencies-Sache? Also es hat gezeigt, dass politische Cyphers nicht gehen, in welchem Sinn, dass ihr den Anspruch hattet, dass da nichts Scheißiges gesagt wird. Ich weiß nicht mehr, was für Jungs waren, die waren irgendwie... aus Randbezirken und die haben wirklich Nazi-Scheiße gelabert. So, und man weiß jetzt nicht, also es war jetzt auch zu einem Zeitpunkt, da waren noch nicht auf YouTube tausende von Nazi-Rap. Da war es noch was Besonderes. Da war es was Besonderes und da waren solche Lines einfach auch zu krass. Und ich fand es einfach zu krass in dem Kontext, dass Leute wie Kobito, Refpolk, Mythos damals oder Konnexion Musikal, die ganze Clique da am Start waren und wir eigentlich eine gute Cypher haben wollten und Leute von außen das halt gesprengt haben. So. Aber du meinst, sie haben das absichtlich gesprengt, weil sie wussten, ey, ihr seid Linke, ihr seid Zecken, wir wollen da jetzt was provokativ dagegen setzen? Weil sonst ist ja, wenn jetzt sowas in der Cypher passiert, dann hast du auch gar nicht den Anspruch daran, dass es quasi nazifrei ohne Nazisprüche sein muss, weil wenn es quasi keinen politischen Anspruch hat, dann ist es halt so, dass Leute auch mal dumme Scheiße labern oder provozieren wollen mit irgendwas. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr genau, was ich von manchen Sachen halten soll. Manchmal finde ich Sachen witzig, manchmal verstehe ich dann nicht, warum sich dann über manche Lines aufgeregt wird und andere Lines, über die wird sich dann nicht aufgeregt. Entweder gibt es einen Konsens über, was ist jetzt scheiße, oder wer bestimmt das? Bestimmt das jetzt Ben Salomon, was scheiße ist oder was nicht? Oder sind es die Jungs von... Nee, klar, auf YouTube bestimmt das, glaube ich. Der schreibt dann immer das drunter. Wenn was scheiße war. Nee, aber ich weiß, was du meinst, aber in dem Moment bist du ja der quasi den Teppich dazu liefert, wenn du Beats spielst. Deswegen habe ich es ja auch als Boykott bezeichnet und nicht als Zensur in dem Moment. Aber ja. Es gibt ja den Punkt, wo du denkst, hey, ich fühle mich schon mit den MCs quasi indirekt verbunden hier, dadurch, dass die auf Sachen, die ich auflege, rappen. Selbst wenn es nicht deine eigenen Beats sind, sondern fremde Beats. Ist ja ein gemeinsames One-Love-Verständnis eigentlich in dem Moment. Genau. Eine Cypher, eine Session, eine musikalisch-geistige Orgie, sag ich mal. Und dann gibt es ja den Punkt, wo du sagen könntest, nee, boah, das fühlt sich jetzt scheiße für mich an. So. Ich will kein Teil davon sein. Also ich hab zum Beispiel eine Cypher gemacht
Ende der 90er, ich glaube 99, 2001 im H2O. Das ist, da war das H2O noch keine Disco, da war das noch so ein Club in der Kastanienallee. H2O Café. Und da habe ich damals mit meinem Bruder Freaky Flow und Chefkoch von der Chaosloge. Ist der noch im Knast? Das musst du selbst recherchieren. Wir haben auf jeden Fall da aufgelegt und zwar total spannend, weil du hast so Rapper wie Boogie, Arzt, B-Tide, Sido, aber du hast auch so Rapper wie Gauner, Steiner und oh Mann, ich weiß nicht, der ändert immer seinen Namen, Drake U, die halt ganz andere Inhalte damals vermittelt haben. Mittlerweile. Circulate, genau. Ja, der hat sich schon so oft umbenannt, Alter. Okay, also Fabian Blume. Eher die Öko-Ecke und gleichzeitig eher die Prollo-Ecke, so. Die kamen da alle zusammen so. Ja, es kam halt oder alles, die Leute, die Bücher lesen oder so tun, als würden sie Bücher genau, lesen. Und die anderen, die nur Comics lesen oder Actionfilme Mal da schauen. Stress. Es gab einmal ein Battle draußen von Hiob, damals noch unter dem Namen V-Mann, mit Vokal-Matador, weil es halt darum ging, wer den V-Namen tragen darf. Wer ist jetzt der V-Mann, der wirkliche? Und das, wo man ja eigentlich nicht stolz darauf sein sollte, ein V-Mann zu sein, an der Stelle mal kurz. Ja, das sollte man auf keinen Fall, sollte kein nicht stolz darauf sein, irgendwelche Leute zu verpfeifen. Das war das einzige Battle, wo ich mich dran erinnern kann. Es war auch nicht drin, das war vor der Tür. Das war, sonst war da immer echt eine One-Love-piecige Stimmung. Es gab auch dieses Rap am Mittwoch, was ja nicht so war, wie das heutzutage. Das ist doch sogar auch in dieser Zeile von Vormann. Er sagt doch da, es ging von Rap am Mittwoch bis ins H2O-Café. Oh, mir fällt das, der Song nicht ein, aber das ist so eine Line. Ja, auf jeden okay, Fall. Aber Rap am Mittwoch war halt so ein, das war in der Uferfabrik, da stand halt ein Mini-Disc-Recorder und jemand hat Beats mitgebracht und das war's. Das war für mich keine richtige Cypher und dann. Ja, du warst ja auch DJ. Ja. Ich ging es dann schon, Platten aufzulegen oder sowas. Ja, ich habe auch immer gefreestylt, halt so, dass, wenn ich Langeweile hatte. Okay, dann hast du dieses Element also auch bedient. Dann lass uns doch hier kurz Schluss machen und beim nächsten Mal weiter. Jo. Du bist schon viel gelabert. Jo. Oder noch ein Schlusswort? Ja, da ist die Prinzessin wieder. Ist sie doch, wie heißt es, dieses Schiff? Ich glaube, es ist die Spreeprinzessin. Aqualbella Berlin. Ja. Mensch, ist das nice hier, das Summer. Nee, das ist die Spree-Contest, ist nicht die Spree-Prinzessin. Ich dachte, ich wäre die Prinzessin. Ja.